Und nun zur Bemalung. Chaos Black Spray können wir hier leider nicht verwenden. Und das Einpinseln mit Chaos Black Farbe, oder ich glaube, das heißt jetzt Butter Black. Ah, ich muss mal nachgucken. Wäre ein bisschen zu teuer. Darum nehme Abtönfarbe Schwarz und pinseln erstmal hier die Innenräume komplett schwarz ein. Und danach später auch noch die Außenbände. Und hier ist es gar nicht wichtig, dass es streifenfrei gemalt wird, weil nachher spätestens beim ersten Brushen sieht man die ganzen Streifen gar nicht mehr. Also wichtig ist nur, dass alles schwarz ist, und ja, danach werden wir mit Grau brushen. Man könnte es jetzt mit Airbrush versuchen, aber ich glaube, das Airbrush wird hier nicht so gut halten. Darum ist der Untergrund mit Abtönfarbe eigentlich das Beste. Okay, mache ich jetzt für die komplette Ruine. Bis gleich. Heute arbeiten wir an der Ruine weiter. Und der Rest der Familie bastelt auch. Die basteln hier irgendwelche Einladungskarten. Sind also sehr konzentriert. Das heißt, ich habe Zeit für meine Ruine. Und die wird jetzt mit Hobbyline Grey, Mattfarbe, einem großen Tri-Brush-Pinsel, wird die jetzt bemalt, trockengebürstet. Wir fangen am besten innen an und auch schon wie bei den Straßen gehen wir da einfach locker mit dem Pinsel drüber und die ganzen Striche oder diese Flecken, das Fleckige, was man hier sieht, das verschwindet jetzt langsam. Das kann auch ruhig unregelmäßig sein. Das sieht nachher sieht man es gar nicht mehr. Man muss auch aufpassen, die Farbe trocknet natürlich noch und dunkelt noch ein bisschen nach. Also was jetzt sehr hell erscheint, wird nachher ein bisschen dunkler. So, das ist jetzt ein bisschen Arbeit. Und ja, weiß jeder, wie es geht. Ich mache mal weiter. Die Ruine ist fertig mit Hobbyline Grey gebrushed. Sieht ganz nett aus. Hier kann man auch durch die Türen gucken. Hier ist die nächste Tür. Also hat was. Und hier unten drunter natürlich, da kam ich nicht so gut hin. Das sieht man aber auch fast gar nicht. Also da ist nicht alles bemalt. Aber wer das sieht, hat ein gutes Auge, weil normalerweise kommt man da eigentlich gar nicht dran. Okay, jetzt sieht man hier schön da hinten. Und hier hinten, das da ist dieses Logo von der Laminatunterlage. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Und die wollen wir jetzt verdecken. Dazu nehmen wir gewöhnlichen Sand aus dem Sandkasten, Holzleim und machen es jetzt mal da hinten. Einfach ein bisschen Leim rein. Mit einem alten Pinsel. Was machen wir denn jetzt? Mit einem alten Pinsel verstreichen, wo der Sand hin soll. Das passt auch ganz gut da hinten in die Ecke. Da brauche ich noch ein bisschen mehr, damit es nicht so einseitig aussieht. Ein bisschen an den Wänden hier oben. So. Und jetzt einfach ein bisschen drüber streuen. Das muss jetzt getrocknet werden. Da hinten in der Ecke machen wir es jetzt auch gleich. Wenn es getrocknet ist, dann geht es weiter.
während das trocknet. Ich habe es jetzt auch hier reingemacht, da ist zwar kein Logo, aber sieht dann besser aus. Während es trocknet, schon ein paar andere gemacht. Und jetzt arbeite ich hier an diesem Modell weiter. Das ist 1, 2, 3 stöckige. Und das habe ich jetzt schön verschönert mit Kampfschäden. Das werde ich jetzt mal anmalen. Das sieht bestimmt auch cool aus. Der Sand ist getrocknet. Und der nächste Schritt, anmalen mit Mornfang Brown, ist super einfach, super schnell. Großer Pinsel, viel Mornfang Brown. Und einfach drüber streichen. Muss auch nicht so genau sein. Kann auch ein bisschen, natürlich hier auch noch ein bisschen über den Sand gepinselt werden. Weil das ist dann einfach Dreck. So eine Ruine ist ja nicht so steril wie ein Krankenhaus oder so. Ja, mache ich jetzt hier für den Rest vom Sand. Und das wird dann gut trocknen lassen, dann geht's weiter. Während die Farbe auf dem Sand trocknet, kann man jetzt auch überall noch, wo man will, noch ein bisschen Dreck auftupfen, hier an den Wänden, hier am Boden. Bei den Wänden immer ein bisschen in Bodennähe, weil da setzt sich natürlich auch Staub ab. Und dadurch wird das viele Grau ein bisschen aufgebrochen. Wir sind fast fertig. Als nächstes werde ich die Erde nochmal mit Acrax Earthshade nochmal ein bisschen waschen. Da kann man auch ruhig noch ein bisschen Wasser dazu. Muss man nicht pur drauf pinseln, sondern kann man auch immer ein bisschen Wasser dazu nehmen. Dann spart man ein bisschen. Das soll einfach nur ein bisschen Tiefe in den Sandhaufen reinbringen. Das muss auch nicht so akkurat gemacht werden. Kann an manchen Stellen ein bisschen mehr sein, an anderen Stellen ein bisschen weniger. Ich denke, das sieht man jetzt hier ganz gut. Und das lassen wir dann trocknen. Und dann kommt der letzte Schritt. Zumindest für diese Ruine. Letzter Schritt vor dem Mattlacken. Zumindest für diese Ruine. Man könnte natürlich noch viel mehr machen. Aber ich mache es jetzt erstmal mit dem Drybrush. Sandridast und gehe jetzt hier über den Sand drüber. So, ich gehe mal ran. Da sieht man jetzt schön, dass die erhabenen Stellen mit Sandridast und die tiefen Stellen noch das dunklere Mornfang Brown haben oder das Acrax Earthshade. Ja. Und ja, nach dem Mattlacken könnten wir jetzt hier noch vielleicht Plakate aufhängen, so imperiale Armee-Plakate, Truppen gesucht oder wie auch immer. Oder man könnte jetzt halt noch ein paar Möbel, zerstörte Möbel reinbauen, aber das ist mir jetzt alles zu viel Arbeit. So lasse ich es dann. Und nachher zeige ich es nochmal auf dem Spielfeld. Das Sandridast muss man auch nicht nur über den Sand bürsten, sondern kann man auch hier oben zum Beispiel einfach locker hier ein bisschen drüber gehen. Und das sieht dann insgesamt staubig aus. Lockert die Ruinen noch ein bisschen auf. Auch hier außen vielleicht noch ein bisschen. Einfach wahllos ein bisschen drüber gehen.
Und ich finde, das sieht dann auch nochmal abgenutzter aus. Und ist ein bisschen schöner als nur grau. Ja. Danach kommt direkt das Mattlack. Die Ruinen, die ich jetzt gebaut habe in der letzten Zeit, die sind jetzt fertig. Habe ich jetzt mal alle hier aufgebaut. Ich glaube, einer von euch hat das ganze New York, Ork New York oder Orkopolis oder sowas getauft. Dass er schon mal hier einen Teil von meinem Gelände gesehen hat. Und ja, das sieht doch echt schon ganz nett aus. Das sind sozusagen ganze Blöcke. Den habe ich neu gebaut. Das hatte ich schon. Das hatte ich auch schon. Also die sind alle auf dem gleichen Prinzip gebaut. Das habe ich neu gebaut. Das kleinere und das ganz kleine. Und das da ist ein größeres Verwaltungsgebäude. Hat auch andere Fenster. Das zeige ich auch mal, wie ich das gebaut habe. Die sind alle aus dem gleichen Material, aus der Schaumpappe. Genauso wie die Straßen auch. Und das da ist noch ein ganz altes. Hier das hier. Und das habe ich aus Karton gemacht. Aber sieht auch ganz nett aus. Ja. Als nächstes werde ich noch vielleicht ein paar höhere Gebäude bauen, die vielleicht so hoch sind. Mal gucken. Aber ich finde, das reicht jetzt erstmal fürs Erste. Sieht schon ganz nett aus. Ja, das war's auch schon mit dem Tutorial. Ich habe hier schon mal was aufgebaut. Tau gegen Orks. Und die Orks, die lauern sozusagen hier diesen Teufelsrochen-Transportpanzer. Antigraf-Panzer von Tau in der kleinen Stadt oder Vorort oder wie auch immer auf. Hier sind Bazookas gesehen. Die werden jetzt gleich unter Beschuss nehmen. Wobei, boah, könnte schwer werden für die Orks. Mal gucken. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe wieder ein paar Geländestücke mehr und ihr habt vielleicht ein paar Tipps mitbekommen und ich freue mich, wenn ihr es nachbaut, wenn ihr eure Kommentare postet und über einen Daumen hoch freue ich mich immer. Vielen Dank und bis bald, euer Chef-Oberboss.